Willkommen zum Spiel. So, ja, Hide and Seek. Wir müssen vor so einer komischen Clownsgestalt. Vielleicht laufen die da hinten schon. Komm, what the fuck, ja. Ja, wir müssen hier Erinnerungen einsammeln. Ich hab's mal angespielt. Dann habe ich aber vergessen, es aufzunehmen. Beziehungsweise hatte ich keinen Bock mehr. Ja. So, 2-3 hatte ich geschafft, danach hatte ich keinen Bock mehr, dann habe ich ausgemacht, habe aufgenommen, Briande. Es ist noch nicht das schöne Spiel halt. Für euch habe ich Lautstärke auf 10 gemacht. Ich finde es auch generell so scheiße lange. Bin mir nicht sicher, ob ich da jetzt durch will. Guten Tag. So zu hyperventilieren. Junge, Alter. Also ich nehme das jetzt. Und tue hier schlafen. Ich sollte eigentlich an der Schule sein, aber da ist mal Scheiß drauf. Habe ich mal Muskelkater. Coole Geräusche, muss ich ja nicht mehr sagen. Sieht da raus. Nein! Nein! Was das für ein Geräusch war, Alter. Fuck, Alter. Alter, habe ich mich gerade erschrocken, Junge. Hä? Fick dich. Naja, also das Spiel ist von Unity, so wie meinen letzten, wie viel? Muss ich erst mal nachdenken, warte, ich muss erstmal meinen Kopf einschalten. 1, 2. Ach, ich habe jetzt keinen Bock nachzudenken. Also schon ein paar Spiele von Unity habe ich gespielt. Ice ist zum Beispiel auch ein Beispiel. Ja. Vielleicht sieht er mich ja nicht, wenn er hier jetzt reinkommt. Vorne liegt ein Ball, kann das sein? Fuck it, ich gehe zum Ball. Nicht blinzeln. Ein Hodenkopf. Oh, erschreck mich nicht so. Arschloch.
jetzt habe ich es verstanden, Alter. David versteht Sachen, Alter. What the fuck? Also ich mag das Spiel gerade, weil ich nämlich jetzt gerade wieder mal was gescheckt habe. Ich komme mir gerade so vor wie letztens im Spiel Homesick. Da wusste ich beim ersten Mal nicht. Ja, jetzt macht die Augen zu, Alter. Link. Verstecken ist sowieso blöde hier in diesem Spiel. Weil man nicht weiß, wann man weggehen kann. Ich höre ihn doch gerade irgendwie, irgendwo, irgendwas. Er ist da vorne im Raum. Das erkenne ich an den übelst lauten Schrittgeräuschen. Ja, ich frage mich, was das manchmal für laute Geräusche sind. Das weiß ich bis jetzt immer noch nicht. Ach, da ist ein Fetzen. Vielleicht kann ich ja sehen, wann er hier durchkommt. Was ist denn das da hinten eigentlich gerade? Oh mein Gott. Hier weiter. Ist es da hinten? Nee, das ist ein Bett. Ach so. Schalalalala. Genau, geh mal ins nächste Zimmer, ist besser. Der Nachbar hat bestimmt mehr als ich. Ich bin nicht in Panik, ich hyperventiliere nur gerne. Eyo Satan. Noch 6 Stück. Kann ich auf den Boden sprinten? Willst du mich ver... Geil. Ich bin die neue Superspinne. Muss ich hier aber mal durchgucken. Wie schon gesagt, der Nachbar hat bestimmt immer mehr als ich. Kann ich dadurch? Nee. Nein, ich habe niemanden gesehen. Ich würde mal interessieren, wo er letzten Endes geht. Geht er hier ins Zimmer? Nein, geht er nicht. Also troll ich den mal. Bleib geschmeidig, David, bleib geschmeidig. Bleib geschmeidig, bleib geschmeidig, bleib geschmeidig, bleib geschmeidig, bleib geschmeidig, bleib geschmeidig. Hier haben wir wenigstens noch eine Chance, hier kann man den wenigstens noch sehen, bevor man gleich in 1000 Stück gerissen wird.
Da ist ein Schrank, ne? Ich mache mal kurz eine kleine Aufnahmepause, bis dann. Da wurde gerade mein Typ verlangt und jetzt geht's weiter. Ja. Cooles Tommy-Cap, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Spielen wir mal Superspinne. Kann ich dann da unter den Tisch? Eine Supi-Superspinne. Aua! Mein! Geht der denn jetzt lang, hm? Das ist bestimmt gerade ausgegangen. Ich glaube, ich habe nämlich gerade irgendwas gesehen. Ja. Ja, David, werd nicht verrückt. David muss suchen. Und die Gänsehaut vom Arm runterkriegen. Ah. Ich glaube, der ist hier im Abteil. Was mache ich da? Hallo? Ein Knochen, cool. Oh, Alter. Sorry, wenn ich so beleidigend bin, aber... Jetzt habe ich aber keinen Bock mehr auf das Spiel. Ich glaube, das war's auch erstmal. Ich bin euer German Scalpy. Und schau, ne?